Nico, was trinkt man heute? Bier. Dittmarscher? Alkoholfreies Bier. Da bin ich, also auf den alkoholfreien Ohr bin ich ja taub, ne? Naja, heute mal alkoholfreie Radler von Joyboy. Na gut. Mal sagen. Wie sich denken, also jetzt mal einen Monat lang alkoholfrei. Oh, das ist der kleine Bruder von dem, was wir getestet haben, mal letzte Mal. 15 Gramm Protein, davon 7 Gramm BCAA. Es gibt 5 Sorten von Joyboy. Und wir haben den 15er, den in der Mitte. Heute wird ja über. Muskelaufbau und Regeneration. Protein via Zitrone. Das ist der perfekte Drink nach deiner Performance-Sporteinheit. 15 Gramm Protein und 7 Gramm BCAA fördern deinen Muskelaufbau in Rekordzeit, jetzt auch in der praktischen Dose. Ob da auch Zs und Ys drin sind? Hm. Auf jeden Fall ist das ganz gut nach dem einarmigen Reißen. Ne? Ja. Wenn die Muskeln aufgepumpt sind und alles schmerzt, dann sollte man sich das nochmal reinziehen. Achso, gut. Na denn? Das bringt übrigens nicht, darauf zu klopfen. Aber. Habe ich mal gehört. Ja, ich auch. Aber ich klopfe gerne an, bevor ich die Tür öffne. Na dann mach. Augensucht oder Augenflucht? Schäumt. Was du ja entschieden? Ja, weil du so aggressiv ja, bist. Ja, ein Punkt. Nein, aggressiv geklopft oder was? Hat einen Punkt. Ich hab's ja noch gar nicht gesehen. Ach so, hier. Mann, mal, das schäumt schon vor Wut, Alter. Ja, na, weil du so aggressiv bist auch. Das spiegelt deiner. Denn feucht ist es auch. Ja, das wäre der Wahnsinn, wenn da Brocken rauskommen. Ganze Früchte. Ja, naturtrüb. Naturtrüb, ja. Wie ein Grapefruit, nicht ganz so dicke. Auch nicht mit ganzen Früchten. Riecht auf jeden Fall zitronig. Wie sieht's denn nun aus? Ja, naja, wie sieht's denn aus? Das ist die Frage. Ein Punkt? Stellt man sich immer die Frage, wie das aussieht. Woran gelegen hat, stellt man sich immer die Frage. Woran hat es gelegen, dass das so aussieht? Ein Punkt, ja, okay. Ja. Nee. Prost. Prost. Also beim Trailboy hört sich immer gut an. Ja. Wir haben es schon mal getestet übrigens. Hm. Ja, also das gleiche wie beim Grapefruit. Nee, ich finde es süßer hier. Ja? Ja. Der Abgang ist ja genau der gleiche. Nee, finde ich nicht. Ich finde der Abgang beim Grapefruit war auf jeden Fall angenehmer als der jetzt. Ja, da magst du recht haben. Und das schmeckt doch süßer. Also es ist halt ein Mixgetränk, ne? Ein Erfrischungsgetränk. Ja, wer auf Zitrone steht, ist das recht angenehm. Hat halt eine Säure, hat zitronig halt, ne? Ich sag mal, das Radler von Clausthaler zum Beispiel, oder Krombacher Radler, schmeckt auf jeden Fall besser. Einiges besser. Ja. Aber das hat, die Radler haben halt auch keine 15 Gramm Proteine und so, ne? Das ist wohl wahr. Blechdose, Blechrang. Mittelklasse, nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges, genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Naja, für flüchtige Sportler. Bitte ein Bit. Da bin ich ja mal gespannt. Nee, hol doch mal. Meinst du nicht, dass die Leute das wissen? Naja, gut, ist okay. Bitburger. Also, das ist eine sehr ansprechende Flasche Bier. Also, nächstes Mal Bitburger unbedingt wieder einschalten. Abonniert den Kanal und schreibt mal einen blöden Kommentar. Vielleicht teilt er das Video auch mal, das wäre total geil. Der Nico hat sich gerade verliebt. Bis demnächst. Haut rein und macht's gut. Haut rein, bleibt fein. Macht's gut, schwenkt der Hut.